sieht man jetzt noch einen Teil der alten Anlage. Ja, ich glaube, hier mache ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und was passt besser zu Italien wie eine Tomaten-Mozzarella-Suppe? Ich werde jetzt auch langsam wieder den Rückweg antreten, denn ich muss ja über den Berg auf der anderen Seite wieder runter und dann zurück zu meinem Campingplatz laufen. Das sind ja noch ein paar Kilometer. Ja, nachdem ich jetzt schön Mittag gegessen habe, kleines Päuschen, würde ich sagen, auf geht's. Und was war das hier? Der Eingang zu einem Haus, das nie gebaut wurde. Hier genauso. Was für eine Aussicht! Ja, erkennt man jetzt auch wunderbar den Lago Maggiore. Da unten neben dem Flüsschen irgendwo, da ist mein Campingplatz, da muss ich nachher noch hinlaufen. Aber eine herrliche Aussicht hier. Das tut jetzt richtig gut bei der Mittagssonne hier, so ein bisschen durch den Wald zu laufen. Hier drin ist schön kühl. Auch hier wieder eine wunderbare Aussicht unten auf den Lago di Mergozzo. Und würde man jetzt noch ein paar Kilometer weiter nach links schauen können, dann sieht man das Dorf, wo mein Opa herkommt.
Also den Weg runter hier, da sollte man schon trittsicher sein. Ist ja richtig Klettern hier. Ja, der Weg runter ins Tal, der führt jetzt durch so ein richtiges Felsenmeer. Super anstrengend, aber macht Spaß, hier runter zu laufen. Den schlimmsten Teil des Abstiegs habe ich jetzt, glaube ich, hinter mir. Bin jetzt auch froh, wenn ich wieder unten angekommen bin. Denn dann geht's ratzfatz auf den Campingplatz und dort ins kühle Wasser. Und das habe ich mir richtig verdient heute nach dem Tag. Denn es war doch wärmer als gedacht. Ursprünglich hieß es bewölkt, eventuell leichter Regenschauer. Aber naja. So, ich bin jetzt hier bei einem Dörfchen kurz unterhalb des Berges angekommen. Das heißt, ich habe es geschafft. Jetzt noch, ja, weiß nicht, 3 Kilometerchen oder sowas, dann bin ich auf dem Campingplatz. Puh, bin ich auch ganz schön froh drüber.